Das Gewirr erwartet uns mit einer weiteren Ebene, die freigelegt wurde und nun von uns beschritten werden darf. Und zwar in Folge 21 von Dragon Quest Treasures. Weiter geht es direkt, meine liebsten Leute. Und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen hier in den verstaubten antiken Treppenhausgängen dieses sagenumwobenen Baus. Hier geht es immer weiter runter. Was ist das denn? Meine Güte, erstmal hier. Stoppen und Halt angeben, denn da ist nicht nur ein weiteres Portal, sondern auch noch Kistchen. Gehen wir mal an die Kisten erst. Wenn das nicht ein Sanguinit Steinchen ist, ja, ein kurioser Kristall im kräftigen Rot. Er dient dazu, die Bahnlinien von Drakonien mit Energie zu versorgen. Das ist schon mal gut. Ich bräuchte aber noch ein bisschen mehr, Sanguinit. Wundermittelkugelformel. Ein Dokument mit der Formel zur Herstellung von Wundermittelkugeln. Schwierigkeit, Mittel. Mehr Sanguinit, bitte. Ein Bröckchen brauche ich, glaube ich, noch, ne? Ich brauche noch mehr. Ich wollte auch übrigens die Medaillen mal anlegen. Ich habe immer irgendwie so ein Defizit, was Medaillen anbelangt. Vor allem, weil ich so viele habe. Hört das mal an, was ich hier alles... Das ist ja unglaublich. Kann man auch immer noch mehr Infos holen, ne? Chromatider Katzenmedaille. Mehr Energie ist auch nicht schlecht. Wobei der Angriff, ey, auf 93. Todesrüstungmedaille, das will ich. Walder? Was wollen wir dir denn zu scharren? Mehr Geschick für dich, Walter. Du bist so ungeschickt. Gehonna! Magie, Angriff, Magie. Magie und Angriff, ne? Und natürlich, bla bla, auch für dich nochmal einen Boost der besonderen Art. Das ist doch was Feines, oder? Na klar, jetzt dürfen wir rein. Möchtest du wirklich das Portal U2 durchqueren, empfohlene Stufe 20? Haben wir! Können wir! Dürfen wir! Wollen wir vor allem auch. Jetzt heißt es, kämpfen, ihr wackeren Kriegers. Leute da draußen, folgt mir rein ins Gewirr. Ein Portal erscheint, ein Teleportal. Ja, rein da in die nächste Ebene. Oh, mir bibbert schon überall, um Gottes Willen. Es sind Krempengrunzer, Marmorschleims und diabolische Drakos hier. Eieiei. Ei, ei. Mach mal ein Ding fest. Ich hebe aber meine Kraft auf. Für das, was noch kommen mag. Na? Schon alles gekillt? Sehr schön. Nächste Ebene. Und von hier wird es jetzt noch härter werden. Aber erst einmal müssen wir uns diesen komischen Obelisken angucken. Eine heilige Kraft erfüllt dich. Deine LP und die deiner Verbündeten werden nach und nach aufgefüllt. Wie lieb das doch ist. Ja, das gefällt mir sehr, aber jetzt will ich weiter. Hier hinein. Oh, der Todeskönig. Und einiges anderes noch, ne? Betäubungskugeln werden hier, glaube ich, ganz angebracht. Betäubt mal ein bisschen, ne? Der Todeskönig liegt flach. Ach, der Blobula gehört ja mir. Darf ich nicht vergessen. Mache ich ganz gerne. Ich vergesse, wer wem gehört. Oh, jetzt mal hier. Herr Martina. Katzen haben wir schon stärkere besiegt von. So, der Gletschergeier. Ist auch schon Geschichte. Und somit ist der Weg freigelegt. Jawohl. Hinein mit uns. Da werden wir teleportiert. Und zwar zu zwei Schleims. Was auch immer deren Anliegen ist, hier mit einem Level 18er Wert auf und zu stürmen. Keine Chance für euch. Tut mir leid, aber muss halt sein. Nächste Ebene. Eine Kistenebene. Jetzt dürfen wir wieder nur eine wählen. Ich wähle mal die linke diesmal. Schattenmedaille. Ach, guck mal. Und natürlich ein weiteres Mal hindurchgestiegen. Umbra und zwei Drakos. Oh je. Perfekt, das läuft doch. Ah, und wir können hier im Gewirr sogar die Monster bändigen. Drako und Umbra gebändigt. Das ist erfreulich, aber bringt uns, glaube ich, nicht allzu viel. Da wir die ja gar nicht wollen. Aber ich hätte gerne einen Todeskönig, muss ich sagen.
Oha. So, machen wir ihn erstmal fertig. Und natürlich auch den Geier. Ist ja blitzschnell. Ganz schön flink. Oh, Walter! Nicht sterben, bitte! Wir regenerieren uns aber noch. Das ist gut. Der Kampf ist erledigt, also wir dürfen weiter. Treppensau und Ohrkönig. So. Solange der verwirrt ist, schlachte ich die Schweine. Ich sollte mal ein bisschen heilen. Da haben wir nicht viele von. Da muss ich mal ein bisschen nachlegen. Oh je. Ach, das war's schon. Sehr schön. Wir spüren jetzt eine sehr mächtige Präsenz auf der anderen Seite des Portals. Aber wir wollen trotzdem durch, denn wir wissen ganz genau, da könnte was Glorreiches auf uns warten. Ein toller Kampf und es wird sein... ein Ultramarine-Soldat. Ich heile mich mal ganz kurz. Kann man so einen bändigen eigentlich? Ich glaube, das ist nicht zu bändigen, ne? Dann müssen wir ihn halt töten! Haha! Wind! Wirbel! Globula, setz mal einen rauf. Schleimsturm! Dann können wir trotzdem ein bisschen helfen vielleicht. Wir können ihn betäuben. Und Schaden machen. Ah, guck dich das an. Kann man da was stibitzen noch bei ihm, oder? Eieiei. Er bringt uns auch Verwirrung. Und er ist böse. Er ist ziemlich böse. Nee, geht nicht. Wut und Verwirrung machen dich breit bei dem Ultramarine-Soldaten. Ja, dann wollen wir auch mal durchpusten. Seine Gehirnwindung. Mit einem wunderschönen Windwirbel von Gehanna. Oh ja. Das gefällt ihm gar nicht. Oh, er macht gut Schaden. Wir aber auch. Wohlgemerkt. Kommt schon. Gleich haben wir es geschafft. Noch ein bisschen. Dann wird er nicht mehr lange auf beiden Beinen stehen. Jawohl! Das ist das Ende des Ultramarine-Soldaten, denn der ist besiegt. Puh, was für ein Kampf. Wir konnten uns aber behaupten, in 4 Minuten 46, da gibt es auch eine schöne, saftige Belohnung in Form des Königsschleimetten-Medaillenteils hier, Angriff Plus. Und der Feind hat offenbar etwas fallen gelassen. 5 Brocken Sanguinit. Ein kurioser Kristall in kräftigem Blut. Er dient dazu, die Bahnlinien von Dracone mit Energie zu versorgen. Das wollen wir natürlich auch machen. Aber wir wollen natürlich auch in diese Kiste gucken. Und da, noch eine Tafel. Da will ich gar nicht lange trödeln. Mal schauen, was da steht. Der Lapisschwanz schlummert still unter dem glitzernden Schnee einer Bergspitze. Hier wird der Lapisschwanz erwähnt. Es war die Rede vom glitzernden Schnee einer Bergspitze. Das muss irgendwo auf dem Winterteil sein, oder?
Der Lapisschwanz ist also irgendwo da draußen vergraben unter Schnee. Tja gut, dass wir einen Truhendetektor und die Schatzvision unter unserer Monsterkumpel haben. Eine seltsame Steintafel mit einer Inschrift, die vom Lapisschwanz handelt. Die Tafel des Schwanzschnappers. Dieser schlummert still unter dem glitzernden Schnee einer Bergspitze. Eddie und Mida treten aus dem Teleportal heraus und lassen das Verlies hinter sich. Du hast neue Informationen über die alte Mission? Über die Mission, der Schwanz im Schnee erhalten. Das ist natürlich eine sehr ominöse Mission, die wir natürlich annehmen wollen und auch als aktuelles Ziel vielleicht, weil wir in das Schneegebiet wollen. Jap, haben wir. Auch wenn es ein etwas trauriges, ja, Momentchen gleich sein wird, da wir unsere liebe Blorbula leider Gottes wohl ablegen müssen. Irgendjemand im Team hat heimlich die Spielerschätze auf dem Sockel poliert. Ach, wie lieb. Jetzt das Erddreckschwert wurde gepoliert. Oh. Was passiert? Gibt's hier noch eine Mission? Was ist denn los? Haben wir attackiert hier? Ich kann gar nichts mehr machen. Wird hier alles aktualisiert? Ah, die Morgengrauenmobs sind da. So, halte den Dieb. Rivalenteams werden auf deine Spielerschätze aufmerksam, sobald du sie im Tresorraum ausstellst. Sieh beim Banner auf dem Bahnhofsplatz nach dem Rechten, um etwaige Langfeger zu vertreiben und deine Schätze zu verteidigen. Nichts wie hoch hier. Kann ich das auch im Schnellform machen, weil von hier unten lohnt sich ja wahrscheinlich doch, sich zu teleportieren. So, dann werden wir mal gucken, wie weit die vorgedrungen sind. Da! Okay. Team, die Morgengrauen-Mobster hat es auf den Schatz Statue des Edelschleims abgesehen. Versuchen die Diebe zu stoppen? Aber hallo! Das geht natürlich gar nicht. Die Siege des Rivalenteam. Oh, Killermaschinen. Und ein Giganten. Merkt ihr, Name! Oh ja, ja. Die Morgengrauen-Mobster wollen auf sich aufmerksam machen, aber wir sind gestählt durch den Kampf von eben. Ich will sie doch nochmal in Aktion sehen. Blobula, los geht's. Schleimsturm. So schnell geht das. Haha, ausgetrieben. Die bösen Viecher hier. Jawohl. Dein Schatz ist sicher. Eindeutig. Du hast den Schatzstatue des Edelschleims vor dem Team, die morgengrauen Mobster, verteidigt. Gott sei Dank. Dadurch gibt's auch noch einen Bonus. Ha, na gut. Alles klar, dann gucken wir nochmal auf die Tafel. Da hat sich ja was getan. Medaillengewinner sind wir. Nur der Rest lässt auch auf sich warten. Aber wir nehmen doch schon mal die schönen Sachen mit. Schmierige Hand. Na gut. Auf zum Gluteus-Gletscher. Denn dort werden wir gleich den nächsten Bahnhof dann freischalten. Was uns ziemlich zugutekommen wird. Das wird ganz, ganz klar der Fall sein. Und vielleicht finden wir auch noch die eine oder andere Kiste. Zumal wir eben erst hier waren in der letzten Folge. Deshalb, wir kennen uns schon ganz gut aus. Gerade in dem Gebiet, was wir anpeilen. Ach, und sieh mal einen an. Da hinten ist es auch gar nicht mal so weit entfernt. Das nächste Ziel, ne? Beziehungsweise einer der sieben Steine dort oben. Das Schwänzlein im Schnee, da werden wir auch gleich mal gucken. Ach, ein Teufelchen. Ich guck mal auf die Karte. Ach, gleich hier. Da ist die Frostbacke. Kommen wir da so hoch?
Dann gehen wir das Wagnis doch einfach mal ein. Wobei, das sieht gar nicht mal so leicht aus, da hochzukommen. Tja, wir haben unser Ziel erreicht. Ist also offenbar doch der richtige Pfad. Dann machen wir erstmal das, ja? Da ist auch ein Gletschergolem weiter. Aber wir wollen weiter hoch. Die schnuppern doch schon den Schatz. Kann man hier vielleicht gucken? Nee, nee, da unten ist was anderes. Okay. Da hinten könnte noch ein Schatz sein. Ah, Moment. Schauen wir mal. Irgendwo hier in dem Gebiet. Mag was sein? Ja, da auf dem Hang. Also hier mal hoch, oder was? Mehrere Sachen. Direkt hier oben? Ah, ja, genau. Da lässt sich doch schon was finden. Eine Kiste. Oh, mit einer Mimik drin. Da darf man auch mal gerne einen Levelanstieg zelebrieren. Und auch hier noch ein bisschen was Kleines, Flottes, Fruchtiges. Bisschen Philippons. Da freut sich auch Blobula, die mir die Sicht versperrt. Aber das Ding hatten wir schon gehabt, Leute. Und auch da noch mehr. Jetzt wollen wir uns aber zuschütten mit dem ganzen Philippons. Aber wir nehmen alles mit. Um unseren Schatz kann man noch weiter zu füllen. Natürlich. Und da halten wir es empor. Was ist das denn? Was mit Heiligenschein? Kleines Engelchen vielleicht? Engelstatuette? Passt doch mehr zu Weihnachten, ist aber längst vorbei. Meine Güte. Naja. Kommt auf den Dachboden. Für die nächste Saison. Tja, wir haben unser Ziel erreicht. Ich hoffe doch sehr. Irgendwo hier muss der Schatz sein. Hm, da hinten vielleicht? Das ist die Frostbacke. Oh! Ein unheimlicher Dunst breitet sich aus. Hier sind so viele Kisten, da muss man erstmal den Lapischschwanz finden hier im Schnee. Anstatt dessen finden wir hier nur irgendwelche Engelsfigürchen. Hier schlummern die Schleims. Was mag das sein? Das Problem, was ich sehe, ist, wir können ja Blobula dann gar nicht aus unserem Team geben, weil die ja die Schätze mitträgt, ne? Oh je. Oh oh. Dann müssen wir wohl so kämpfen. Ohne dabei umzukommen. Los, macht ihn fertig. Sehr schön. Vielen Dank. Hier geht's noch weiter nach oben. Ich wette, wir müssen ganz auf der Spitze gucken. Oh je. So viele Gletscher-Golems. Wenn immer mehr. Ohne Killermaschine. Wenn das nicht vielleicht eine Stufe zu gefährlich ist, hier oben zu suchen. Versuche ich mal durchzumogeln. Oh. Ja, Blobola, du musst gar nicht groß aufleveln. Lass das mal mit den
Levelanstieg hier, Milady. Wir müssen dich ja irgendwann nochmal loswerden. Ah! Der Lapisschwanz. Ein wertvoller Schatz. Ein seltsamer, wie ein Schwanz geformter Stein. Er scheint eine gewaltige Kraft in sich zu bergen, die sowohl wunderschön als auch von robuster Rauheit ist. Von nur lebend hier wieder weg. Und dabei dann noch ein paar Schätze sammeln, wäre doch ganz gut. Grandioses Gegenwehr, Grantin, erhöht die Chance, Angriffe zu blocken. Enorm! Ein Lieblingsessen von Monster wie dem Königsschleim. So, wir nehmen Kurs auf den Bahnhof. Ich hätte ja gerne noch die Quest erledigt, also das machen wir dann das nächste Mal irgendwann. Wir brauchen Blobula zum Tragen. Denn ich glaube tatsächlich, dass sie auch Schätze bei sich. Wobei, sie trägt nur eine Kiste. Wie weit ist es denn noch bis zum Bahnhof? Ich guck mal ganz kurz. Wobei, das ist hier dann näher, ne? Dann nehmen wir lieber noch den Schatz mit. Und erledigen das dann im nächsten Zug. Jawohl. Was ist das denn? Ich erkenne nichts. Oh, ein Magier? Wer hätte das gedacht? Nun hält Blobula den Schatz. Jetzt kann ich sie noch weniger abgeben. Ich glaube, die hat schon die Lunte gerochen, dass ich sie loswerden will. Oder loswerden muss wohl eher. Kommen wir doch direkt zum Bahnhof. Und das sehe ich doch auch glatt. Einen weiteren Ballon. Und das geht im Sauseschritt ganz geschwind. Und wir landen hier. Voilà. Auf dem Kessel und dann rein in die Bahn. Auf zurück zu unserer Hauptbastion der Station, der Treasure Hunters. Und da werden wir natürlich gleich erstmal das wertvolle Steinchen eingemeint. Dann haben wir schon 2 von 7, das geht aber schneller als erwartet. Zumal wir keinen Wächter vor uns hatten, aber das wird sich wahrscheinlich irgendwann noch in Form eines angreifenden Teams ändern, wenn der jemand versucht, uns das abzuluxen, ne? So. Gucken wir erstmal, was wir hier gefunden haben. Für Engelstatuen und all den ganzen Krempel. Erstmal hier, die Statue eines Kobolds. Ein modernes Monster aus einer Fernwelt. Ui, das ist schon besser. Offenbar. Statue eines Imitators. Ein modernes Monster aus einer Fernwelt. Hier, hey, Pavo! Die Statue eines hochrangigen Engels, der die Fähigkeit besaß, die innere und die äußere Welt miteinander zu verbinden. Ein Schneestrolch in Statuenform. Tassenspieler, Statue. Und ja, guck mal. Nicht nur gut, sondern auch schön. Die Engelstatue. Ja, werttechnisch jetzt nicht die Krönung. Aber sei es drum. Erik hat ein paar besondere Schätze, die noch nicht begutachtet wurden. Er beschließt, sie so bald wie möglich begutachten zu lassen und im Tresorraum zu verstauen. Jetzt kommt's direkt zum ikonischen Fund. Diesem wunderschönen Schwänzchen. Das ist ja Wahnsinn. Das gibt auch ein bisschen Wert rein. 11 Mille! Ein seltsamer wie ein Schwanz geformter Stein, der Lapisschwanz. Wie sieht denn das jetzt aus bei unserem Rang? Oh, ja. Wir sind nah dran. So, und damit hat sich die Schatzprognose auch leicht verändert. Wir wollen uns natürlich auch gleich aufmachen. Ich gucke jetzt nochmal hier. Hallöchen.
im Handelszentrum einkaufen gibt es auch natürlich wieder neue Sachen. Ich gehe erstmal zu den Bewerbern rüber. Chimilie Glacius können wir leider noch nicht holen. Dafür brauchen wir auch einiges noch. Flügelspitzennektar und harter Cocktail. Hier, geheime Gewürze, so harte Nuss. Corundus. Aber hier, Agatha. Agatha! Komm mal her. Agatha, mein Kätzchen. Ich brauche Ersatz für Blobula bald. Agatha schließt sich dem Team an. Muss ich denn meinen Blob eigentlich bei mir führen, wenn ich... Die Quest dafür, ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, ne? War zumindest bei der anderen Quest nicht der Fall gewesen. Sprinten. Das ist doch gut. Ah ne, warte. Bestätigen wir. Und sonst noch wen? Da ist die Gebühr soweit bereit. Aber ich gucke mal, Glacius. Ah, im Handelszentrum. Ich gucke mal kurz. Wahrscheinlich kriege ich nicht das, was ich brauche. Rezepte auf jeden Fall. Klingen. Bombenformel, Hammerbombenformel, Kadabrakugelformel. Das kann ich alles schon mal kaufen. Materialien. Erde, Nektar. Nee. Nee, lassen wir mal. Beim Kugelatelier gucke ich nochmal. Und dann gleich in der Küche auch nochmal. Kugeln herstellen. Ah, hier. Diebschaden. All die neuen Sachen natürlich. Brauchen wir was zum Heilen. Da lassen wir nochmal kurz Front anlegen dran, dass ein bisschen was gepresst wird. Heilungskugel, sehr schön. Kaufen kann ich natürlich auch noch. Beschleunigungskugeln, holen wir mal ein paar. Stärkungskugeln, Pinkkugeln. Ja, gut. Reicht, ja? Reicht! Ich wollte in der Kantine gucken, ob ich da diesen starken Cocktail kriege. Ich glaube, das ging, oder? Den gab's den da nicht? Powerpunch? Nee, ach, ich habe von allem schon was geholt. Ach, hier, wobei, da kann ich mal gucken. Rage Ragu. Basta Pasta. Machen wir mal hier immer so, dass wir von allem was haben. Der Todeskönig mag das ganz besonders. Lebreis. Ich fütter ja immer so selten überhaupt. Sollte ich vielleicht mal irgendwann nochmal nachholen. Wunderweiz und so. Aber ich mach's erstmal, dass wir es auf der Halde haben. Königsschleim mag das. Hier kann man noch gar nicht rangehen, ne? Schade. Aber hier schmierige Schule, harter Cocktail, das ist doch besagtes etwas. Aber dafür brauchen wir auch den Flügelspitznektar. War, glaube ich, auch im Eisgebiet gewesen, ne? Da müssen wir noch ein bisschen ernten. Deshalb wird es mich fast dort wieder hinziehen. Dann können wir nämlich auch den Gletschergolem rekrutieren. Das heißt, es wird nochmal ein eisiger Besuch in der nächsten Folge werden. Und die Kadabrakugel, Stachelbombenkugel, Klingenbombenkugel und Hammerbombenkugelformel, Beschleunigungskugeln und Pinkkugeln, Schlotterrisotto, Lebreis und Gegenwehrgratin sowie harten Cocktail nehmen wir alles mal mit. Das nächste Mal werden wir auch hier der Hand dann auch einen Besuch abstatten und dann da auch nochmal ein bisschen auf Expedition schicken. Und weitermachen natürlich. So, jetzt sage ich mal hier in Anwesenheit meiner lieblichen Handy. Das war's. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dann dürft ihr nochmal schön kommentieren, liken, abonnieren, von euch geschehen, die Glocke aktivieren und das nächste Mal einschalten, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.